Die Beko ist die Einkauf- und Liefergenossenschaft des Bäcker- und Konditorenhandwerks und letztendlich ein Fachgroßhandel, der den Bedarf des Bäckers und des Konditors organisiert. Die Beko, gegründet natürlich in einer sehr schlechten Zeit der Hyperinflation, der ganze Weg über die Kriegs- und Krisenzeiten, das muss man sich vorstellen, das waren ja Einflüsse, die muss man erstmal gemeinsam durchstehen. Und das ist auch eben dieses Genossenschaftliche, dass man zusammenhält. Auch die Entwicklung in den 70er, 80er Jahren, die ganzen Trends, die es hier gegeben hat, die haben dieses Unternehmen immer weiterentwickelt und immer vorangetrieben, auch innovativ zu sein. Auch die Organisation, die Veränderungen in der IT, alle Prozesse im Hintergrund, die Transparenz, die wir heute brauchen, bis hin zu Zertifizierungen, die ganzen bürokratischen Anforderungen, die es hier gibt, die hat die Beko gemeinsam mit dem Handwerk gemeistert. Auf der einen Seite als Taktgeber, als jemand, der Dinge vorgearbeitet hat und viele Dinge ermöglicht hat und erleichtert hat, und auf der anderen Seite aber auch derjenige, der hineinhört in den Markt, in die Bedürfnisse und letztendlich hier auch ganz klassisch das dann auch umsetzt, was die Gemeinschaft braucht. Das genossenschaftliche Motto, was einer nicht schafft, schaffen viele, wird von der Beko vorbildlich vorgelebt. Es ist nicht nur so, dass die Beko der Lieferant der Produkte ist, sondern sie beraten die Bäcker, sie liefern Ideen, sie liefern Impulse, sie machen die komplette Logistik und Abrechnung, und dadurch können sich die Bäcker auf das konzentrieren, was ihnen natürlich am meisten am Herzen liegt, das Backen von qualitativ hochwertigsten Produkten. Die Beko ist ein ganz, ganz wichtiger Ansprechpartner für uns, und die Beko hat ja hier sehr viele Abteilungen, ob das der Rohstoffbereich ist, ob das der Frischdienstbereich ist, ob das der Maschinengerätebereich ist, und da sind einfach die kompetenten Mitarbeiter da und da kann man sich mit denen unterhalten, man kann denen die Probleme schildern, und die Beko ist hier lösungsorientiert, und das ist das Schöne, was uns Bäckern hier gefällt, das sind die Vorteile für uns. Und hätte man eine Genossenschaft oder eine Beko in diesem Sinn, so wie wir es heute haben, noch nicht, müsste man sie schnellstens erfinden.